Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram. Ja, und heute spiele ich meine Quali zu, was war es, Gold 4. Genau. Ja, ist das erste Quali-Game. Und da habe ich mich wieder einmal für Master Yi in Jungle entschieden. Des Weiteren bei mir im Team sieht man ja sehr schön Blitzcrank, Support, Draven, ADC, Volibear auf der Top-Lane und noch AFK, Morgana auf der Mid-Lane. So, wollen wir mal gucken, ob das hier gleich mal was wird. Letztens hatte ich am Gegner Jungle als gegnerischen Support einen Blitzcrank, der hat mich so viel geärgert beim Blue Buff. Oh, was ist denn hier los? Ist auch noch nicht viel. Okay, wissen sie nicht. Dann warten wir hier tatsächlich mal. Oh, da unten sind sie. Okay. Ah, damit. Und da habe ich First Blood. Nice, nice. So. So, jetzt wieder schnell zusehen, dass ich zu meinem Red komme. Der Pink steht auch immer noch. Schade, dass ich schon gesmited hatte. Ich zeige dir den Weg. So, und ab zu meinem Blue. So, gehen wir hier noch schnell die Krabbe machen. Den Vorteil will ich jetzt natürlich ausbauen. Muss ich trotzdem raus. Zu spät nachgekommen, beziehungsweise Xera hat an einer dummen Stelle gestunt bekommen. Komm. Das ist immer noch der Kane. Das hat nicht gemacht. So, nee, diven gehen wollen wir gegen die nicht. Na komm. Ah, Blitz kommt aber entgegen. Sehr schön. Sehr schön.
Und der nächste Kill. So muss das. 4-0 für unser Team. Also das sieht schon richtig, richtig gut aus. Und jetzt nochmal runter die Golems machen. Mittlerweile schon in Stufe 5. Fast 2000 Gold auf der hohen Kante. Okay, seinen Flash raus. Okay, Jump raus. Dann porte ich erstmal back jetzt und gehe noch einen einkaufen. So, Jungler-Item schon komplett. Auf zum Red, Level 6 holen. Und dann geht's richtig scharf. Na, geh ich doch erstmal Bot runter. Nee. Lass mich Level 6 holen. Nicht übertreiben, der Junge. Ja, den können wir machen. Das ist ein guter Call. Jetzt sollte der Blitzcrank auch wieder runter aus seiner Lane. Jawohl, Volibear Blutrausch war im Gegner-Jungle. So. Lol, Mist. So ein Mist. So ein Mist.
Oh, der Blitzgrab geht auch voll daneben. Ah. Jetzt nicht auch noch die Morgana. Damn it. Wir haben jetzt unsere schöne Führung ganz schön außer Hand gegeben. Dieser konzentrierte Geist kann selbst Stein durchdringen. Dann jetzt auf der Mitte. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Restlichen Farmen lasse ich der Morgana mal eiskalt. Da komme ich gar nicht mehr hin. Schille. Der Verwalter hält er was aus. Also für den Sein brauche ich unbedingt meinen Rageblade. Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Junge, Junge, ist der Tanky. Ha. So, oh, da ist er schon wieder unten, ne? Oh nein. Kommt noch ein Torschott und... Nein! Meine Fresse. Wie unlucky ist das denn heute? Das kann doch nicht wahr sein. So, Trank weg. Okay, Volibell lässt den platzen, aber dafür ist der erste Tower jetzt natürlich weg. Nächste Drake ist gleich da. Also jetzt nicht smiten. Und die Krabbe machen. Ujo lebt in dieser Welt.
Okay. Nee. Ja, gute Frage. Warum? Ich hätte es auch nicht gemacht. Und so throwt man ein Spiel. Ich hoffe noch nicht komplett. Ist immerhin meine Gold 4 Promo. So hoffe ich, dass wir hier noch ein bisschen zurückkommen können. Volibear ist halt richtig behind. Haben wir einen Herold gemacht? Ein wahrer Meister ist ein ewiger Schüler. Ein Meister auf der Schlacht. Schau ins Innere. Oh, das ist auch Stufe 10, aber. Hast du dich mal gezeigt? Lol. Ist der größte Gegner. Ja, kommen die anderen. Was hast du da mit mir? Morgana da gegen Sion und den Herold. Ich muss hier mal entgegengehen. Boah. Ey, ich platze einfach nur. Scheiße. Ich hatte so ein schönes Early, Mensch, was ist passiert? Der konzentrierte Geist kann selbst Stein durchbrechen. Nee. Ich dachte, Tristana wäre hier. Legen wir los.
Nee, ohne Tristana machen sie den, glaube ich, nicht. Ujo lebt in mir weiter. Ja, kommt, die haben keine Vision drauf. Muss natürlich dann ein bisschen schnell gehen. Jetzt aber erstmal wieder back. So, und jetzt hoffentlich mal groupen. So, kann ich hier in der Mitte schön ein bisschen farmen. Mann, ist der wohl ein Arschloch. Muss man mal so sagen. Jo. Und ich muss jetzt auch auf der Botlane helfen. Komm. Scheiße, da kommt der Wolli. Der Dingens. Der Blitz trifft auch nicht.
Lass dich nicht von Stolz lenken. Ein Schnitt von Ah, die machen jetzt eh einen Drake. So. Viele Feinde einschlagen. Legen wir los. Morgana braucht Hilfe, ja. Hat sich ein. So, und jetzt sieht's doch sehr gut aus. Haben wir geäst. Ja, hat doch leider nicht gereicht. So, und ich hole mir jetzt eiskalt noch einen Blutdürster oder sowas. Gegen hier Thornmail und ganze Tankiness. Einfach, dass ich auch ein paar Sekunden länger überlebe. Genau. Und alle top. Morgana hat recht. Ich nehme hier aber noch den Jungle mit. So, gibt nämlich jetzt Stufe 17. Okay. Blitzo muss die Grabs treffen.
Das sieht gut aus. Jetzt marschieren wir durch. Quadra-Kill vom Penta leider nicht gereicht. Aber alle weggeholt, außer den Seien. Mann, ist das eine Tankmaschine, der Seien. Er hat uns das Leben richtig schwer gemacht, zusammen mit der Tristana. Aber egal, gewonnen haben wir es letztendlich. Und ich hoffe, euch hat das Game auch gefallen. Erster Sieg zu Gold 4. Und ich hoffe, ich gewinne das nächste auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Game, euer Ram.